Ist Putin schuld? Liebe Mitbürger, die Inflation ist kein fernes Schreckgespenst mehr. Irgendwo am Horizont, sie ist längst mitten unter uns. Mittlerweile merken wir es nicht nur beim Tanken, sondern auch beim alltäglichen Einkauf im Supermarkt. Alles wird teurer. Und führende Volkswirte in Deutschland sehen bereits die Gefahr einer Dauerinflation. Ist Putin schuld? Sind es die Sanktionen gegen Russland? Sicherlich, der Krieg in der Ukraine hat insbesondere die Energie- und Nahrungsmittelpreise nach oben getrieben und wird dies auch weiter tun. Und es ist noch lange nicht sicher, ob wir mit den Sanktionen am Ende tatsächlich Russland mehr schaden als uns selbst. Doch schon Ende letzten Jahres, also weit vor dem Ukraine-Krieg, war die Inflationsrate auf über 5% geklettert. Die Ursachen liegen aber noch tiefer. Am Anfang stand die Fehlkonstruktion des Euro. Völlig unterschiedliche Volkswirtschaften wurden in einen Währungsraum zusammengepresst. Dass dies nicht gut gehen kann, erlebten wir in der Euro-Krise 2010. Erst in Griechenland, dann in weiteren Ländern. Seither wird der Euro gerettet. Und zwar, wie der damalige Präsident der EZB, Mario Draghi, sagte, whatever it takes, um jeden Preis. Seither sind nicht nur die Staatsschulden der südeuropäischen Länder de facto vergemeinschaftet, die Europäische Zentralbank treibt zudem die Geldentwertung voran. Deren Nullzins- und Negativzinspolitik vernichtet die Sparguthaben des Mittelstandes. Unternehmen, die eigentlich längst insolvent wären, halten sich mit Billigstkrediten am Leben, ohne produktiv zur Wertschöpfung beizutragen. Diese irre Zinspolitik hat keine wirtschaftlichen, sondern politischen Gründe. Denn anders könnten beispielsweise Frankreich und Italien ihre Staatsschulden nicht mehr bezahlen. Wir müssen endlich wieder zurück zur Vernunft. Das heißt, Schluss mit der Nullzinspolitik und Einforderung strikter Haushaltsdisziplin für alle Euro-Staaten. Schluss mit der künstlichen Verteuerung von Energie. Schluss mit Umverteilungsorgien, insbesondere Stopp des größenwahnsinnigen Green Deal. Schluss mit der überbordenden Gängelung von Bürgern und Unternehmen. Dagegen Förderung der Konjunktur durch Abbau von Bürokratie und Abbau unsinniger Vorschriften und Verordnungen. Dafür werde ich mich auch weiterhin mit aller Kraft stark machen. Aus Brüssel grüßt Sie herzlich Ihr Joachim Kuhs.